dieser Veranstaltung kam, als Dietmar Dart das letzte Mal in Bremen gewesen ist. Das war hier ein paar Meter weiter im Theater. Da gab es eher eine kulturpolitische Auseinandersetzung im Rahmen des unendlichen Gespräches und anschließend ein Konzert der Band nicht Kammerflimmer-Kollektiv, sondern The Schwarzenbach, welche besteht aus Dietmar Dart und eben der eben genannten Band. Genau, auch das macht Dietmar. Ansonsten, wie ihr wahrscheinlich hier alle wisst, zahlreiche Bücher geschrieben, wie viele, ich kann es gar nicht mehr zählen, von 17 ist die Rede. In der Regel schreibst du auch schneller, als ich lesen kann, muss ich gestehen. Ich bin da noch ein bisschen hinten dran. Ja, und wir haben heute uns entschieden, was zu machen zu linken Transformationsideen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen geschwollen soziologisch, aber einfach zu der Frage, wie können wir als Linke das, was uns umtreibt, heute in die Praxis umsetzen? Was gibt es da für neue zeitgemäße Möglichkeiten? Was ist noch nicht umgesetzt? Ja, genau, seit Februar, als das letzte Mal da war, ist viel passiert. Eine Bundestagswahl, Lampedusa, weiteres. Darauf wird vielleicht rekonstruiert werden im Laufe des Abends. Vielleicht hast du ganz anderes dabei. Und ja, also dabei würde ich es erstmal belassen wollen. Und ja, wir sind dankbar, dass du da bist. Herzlich willkommen euch allen nochmal und dann fangen wir an, oder? Machen wir. Ja, herzlichen Dank. Das Wichtigste, trägt das bis hinten, also auch in die Reihe, die ich gar nicht mehr sehen kann, an der Wand. Okay. Zum Menü. Der Klingelbeutel ist ja schon da, das heißt, erst kommt die Predigt. Die geht so eine Dreiviertelstunde vielleicht. Und dann würde ich mich sehr freuen über eine Diskussion, bei der keineswegs ausgemacht sein muss, dass es Fragen gibt oder dass es Einwände gibt oder Zustimmung gibt, sondern es kann auch ganz was anderes passieren. Denn ich bin auch deshalb hier, weil ich was lernen möchte. Ich möchte mich herzlich bedanken für die Einladung, denn das hier ist einer von den geschützten Räumen, in denen man bestimmte Ansprüche an Meinung machen, an Analysen machen, an Begriffsarbeit leisten, an Lügen zerreißen, die so im Umlauf sind und andere Dinge überprüfen kann, ob diese Ansprüche eingelöst werden können von im weitesten Sinne Theorie, vom Glossieren dessen, was so geschrieben, geredet, gesendet und so weiter wird, von vielleicht auch Literatur, ist ja auch eine Form von Literatur, sich diese Gedanken zu machen. Also es ist ein geschützter Raum und ich habe am Anfang bei der Mikrofonprobe ein bisschen gedacht, eigentlich ist mir das zu sehr Samuel Beckett-Stück, dass ich niemanden sehen kann, also dass ich einen Sumpf vor mir habe. Auf der anderen Seite ist es ein ganz schönes Sinnbild dafür, dass in der Tat die Arbeit des Denkens, die Arbeit des Widersprechens, die Arbeiten der Überprüfung und eventuell Konterkarierung dessen, was einem den ganzen Tag erzählt wird, tatsächlich sehr oft eine einsame und isolierte Arbeit ist, die dann erst, wenn ein paar Mitteilungen gefunkt worden sind, unter Umständen zu einer Art von Dialog oder sogar zu etwas mit mehr Stimmen als zwei werden kann. Also werden wir das mal ausprobieren. Ich danke beiden einladenden und organisierenden Veranstaltungen. Und die eine der beiden Veranstaltungen hat ja dieses M im Namen, das in der Tat von dem Manne stammt, der neben anderen verantwortlich ist für den sehr guten Ruf, den Theorie, Denken, Lügen zerreißen, analysieren, in Bewegungen hat seit ungefähr 150 bis 200 Jahren, die es sich zum Ziel gemacht haben, Verhältnisse, in denen Leute eingesperrt oder ausgeschlossen, in Vereinzelung getrieben oder zu Kollektiven, denen sie nicht angehören wollen, zusammengeknüppelt werden, ausgebeutet werden, angelogen werden, gedeckelt werden, gegängelt werden, ausspioniert werden und was dergleichen schöne Dinge mehr sind. Also Bewegungen, die sich dem entgegenstellen, haben seit der Zeit, für die der Name Marx steht, in dem Namen Marxistische Abendschule, einen relativ guten Ruf. Dieser Ruf kann kippen, dieser Ruf kann berechtigt sein, dieser Ruf kann auch sehr unberechtigt sein. Und das möchte ich heute Abend anklopfen und untersuchen. In der Tat ist mir vor zwei Wochen noch mal ein Band in die Hände gefallen, der historischen Masch, die ja erwähnt wurde. Rausgegeben hat den Wittvogel mit F. Und es ist schon einigermaßen bestürzend zu sehen, was tatsächlich Arbeiterschulung war, was diese Leute verstanden haben, was diese Leute diskutiert haben. Es ist ja historisch verbürgt, es ist verbürgt, was in den Bücherregalen stand. LaSalle, Marx, andere Dinge, Haeckel vielleicht. Und beim Durchlesen geht es einem schon so, dass man sehr schnell merkt, der durchschnittliche heutige Universitätsdozent oder die Universitätsdozentin der Sozialwissenschaften hätte unter Umständen Mühe mit einigem, was da an Niveau aufgeboten war. Und es lag nicht allein daran, dass die Leute nun von früher Kindheit an Marx gebimst haben, sondern dass eine enge Verbindung bestand zwischen den von mir vorhin angesprochenen Bewegungen und dieser Art von Theoriebildung.
was da der Stand heute ist und Ähnliches. Darum soll es unter anderem gehen. Ich möchte aber als eine Art Präambel etwas vorlesen, das ein sehr bedeutender Mann namens Peter Weiß geschrieben hat in dem Buch Die Ästhetik des Widerstands. Der Ich-Erzähler ist ein Mensch, der historisch aus der Erfahrung kommt, dass die Arbeiterbewegung, eben wie immer man das definieren will, Aufstieg begriffen ist, dass sie Positionen erobern kann, dass sie in den Großstädten eigene befreite Räume erobert, dass sie auf der Straße, in der Presse, im Parlament eine Rolle gespielt hat und das keineswegs unter Preisgabe von Positionen, die heute an solchen Orten nicht mehr zu äußern wären. Und der dann eine andere Erfahrung machen muss, nämlich die einer ganz grauenhaften Niederlage dieser Bewegung, der deutsche Faschismus kommt. Und die Arbeit dieses Buches ist nun die Arbeit des Erzählens, wie konnte das passieren, was bedeutet es, dass es passiert ist und wer war die Generation, die es erlitten hat, wer war die Generation, die sich dagegen wehren musste. Und da spricht er an einer Stelle über seinen Vater, dieser Ich-Erzähler. Wie mein Vater stets Anspruch erhoben hatte auf den Zugang zu den kulturellen Gütern, so hatte er darauf beharrt, dass ihm gehöre, was ihn an seinem Arbeitsplatz umgab. Kunst und Literatur waren Produktionsmittel, wie es die Werkzeuge und Maschinen waren. Sein Leben war eine einzige Anstrengung, um über die gezogene Trennungslinie hinwegzukommen. In der Fabrik konnten Kollegen ihn zuweilen verspotten, ihn sogar Streber nennen, wenn sie ihn bei übermäßiger Pflege der Maschinen fanden, wenn er nachdachte über technische Verbesserungen. Dass wir missbraucht werden, sagte er, dürfe nicht dazu führen, dass wir in unserer Arbeit nur Zwang und Frohn sehen und uns von Unlust und Unwillen leiten ließen, so wie wir verloren wären, wenn wir uns nicht den Inhalt von Büchern und Bildern aneigneten, so würden wir absterben. Betrachteten wir nicht jetzt schon jedes Ausrüstungsstück in der Fabrik, jeden von uns erzeugten Gegenstand als unseren Besitz? Hieß es dann, er gäbe sich einem Selbstbetrug hin, denn nicht uns, sondern anderen käme unsere Arbeit zugute, so richtete er sich auf, wandte dem Sprecher zunächst sein breites Gesicht stumm zu und antwortete dann mit seiner verhaltenen Überzeugungskraft, dass sich ihm ringsum nichts anderes zeige, als dass wir uns vorbereiteten auf die Übernahme der Macht. So haben die geredet. Heute reden Intellektuelle ganz anders. Und dabei Leute, die durchaus ideologiekritische Verdienste haben. Was ist Ideologiekritik? Naja, wenn wir sie anfangen lassen mit der deutschen Ideologie von Marx und Engels, diesem Buch der Abrechnung und der Selbstverständigung, dann ist das ein Verfahren über Widersprüche, fehlende Stellen, weiße Stellen, Lücken und so weiter, dessen, was so gesagt wird, dahinter zu kommen, wo sich eventuell neuralgische Punkte finden im Gesellschaftsgeschehen, wo man eingreifen, einhaken, was verändern könnte. Das Problem damit ist, dass diese Enttarnerei bei Leuten, die das gut verstehen, dieses Durchschauen der Lügen, immer auch damit rechnen muss, dass irgendwas dran ist. Und dass eventuell dieses, was dran ist, nur beseitigt werden kann, wenn man den dahinterstehenden gesellschaftlichen Zustand beseitigt. Dass es also nicht genügt, rumzulaufen und zu sagen, das ist alles falsch. Was da falsch ist, ist nicht einfach ein Satz oder ein Bild oder eine Behauptung, sondern unter Umständen ein gesellschaftliches Realverhältnis. Es gibt in jüngerer Zeit verschiedene Methoden, ideologische Äußerungen, Lügen, Presse, ähnliche Dinge auseinanderzunehmen, die sich dabei nicht aufhalten, zunächst einmal zu untersuchen, ist was dran, was ist dran? Und die von vornherein immer nur die Frage stellen, Michel Foucault war darin sehr gut, was sind das für Machtfeldeffekte, was wollen die, warum sagen die das? Historisch ist es so, dass man sich damit unter Umständen etwas vergibt, etwas erspart, das geleistet werden muss. Ein Beispiel wäre zum Beispiel der Satz aus der Vorstadt von Wilmington, wo ich ab und zu mal bin. In Amerika ist es eine mittelgroße Kleinstadt, vierfache Fläche von Freiburg im Breisgau, aber ungefähr so viele Einwohner, also nicht sehr zersiedelt. Ja, das Problem sei, da kämen jetzt also Leute aus Südamerika und da würden auch Leute hinziehen, Migranten hinziehen, worüber sich dann die Leute, die mit ihren mühsam ersparten Eigenheimen bis jetzt nicht gehadert haben, deswegen ärgern, weil sie feststellen, okay, das wollten sie ihren Kindern mal vererben. Und jetzt fallen die Grundstückpreise, weil da diese nicht erwünschten Leute hinziehen. Es gibt den sozusagen diskursanalytischen Ansatz, der sagt, dieses Zeug wird verbreitet in den entsprechenden Zeitungen, weil es sich bei den Leuten, die das tun, um Rassisten handelt. Das ist wahr, da ist was dran. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch überlegen,
Stimmt das denn? Fallen diese Grundstückpreise? Und wenn sie tatsächlich fallen, was bedeutet das und was steckt für ein Realverhältnis dahinter? Und wie muss man sich dieser Sache annehmen, anders als auf der Ebene von wir klagen moralisch an, dass solche Behauptungen aufgestellt werden? Wenn man das nicht tut, wenn man sich das spart, zu überprüfen, stimmt es eigentlich, was da gesagt wird und was ist dran, selbst wenn es falsch ist, also wo sitzen die Widersprüche in dem Ding, dann kann es einem passieren, dass man, und ich muss jetzt jemanden rausgreifen, denn so hat man das bei Marx und Engels gelernt, die haben auch welche rausgegriffen bei der deutschen Ideologie, und ich greife jemanden raus, vor dem ich einen gewissen Respekt habe, dass man also an einer Station ankommt, an der er jetzt angekommen ist, der Mann heißt Wolfgang Port, ist ein Mensch, der sich Verdienste erworben hat als innerlinker Polemiker, durchaus auch Chaot, Kritiker, der beispielsweise bei der Friedens- und Ökobewegung in den 80ern Anteile aufgespürt, gesehen, abgetastet, kenntlich gemacht hat, die man erst jetzt bei der ziemlich staatstragenden Grünen Partei tatsächlich out in the open und explizit finden kann. Also da hat er sich Verdienste erworben. Jetzt aber, deutlich über 60, sagt er, es war eigentlich alles Quatsch. Also bis dahin innerlinke Argumentation, Argumentation, die sagt, wir wollen das Kapitalverhältnis abschaffen und Leute gleiten in irgendeinen Opportunismus aus oder gleiten in irgendeine Hyperradikalität, die der Sache eher schadet, aus und die im Grunde gar nicht das leisten kann, was diese Hyperradikalität leisten soll. Innerlinke Kritik vor dem gemeinsamen Maßstab, wir wollen diese Verhältnisse umstürzen. Jetzt, das war alles falsch. Falsch daran war vor allen Dingen, Doris hat es vorhin gesagt, der transformatorische Anspruch, also die Vorstellung, dass das gesamte System so umgewälzt werden kann und muss, dass ein anderes dabei rauskommt, eins, in dem es nicht mehr davon abhängt, ob derjenige, der in bestimmten Institutionen sitzt oder diejenige ein gutes Herz hat oder eine schweinische Person ist, sondern wo Institutionen Bestand haben, die, wenn Menschen sich schweinisch verhalten und andere Menschen, wie ich es vorhin aufgezählt habe, ausbeuten, unterdrücken und so weiter, keinen Bestand haben und nicht funktionieren. Das war alles falsch, sondern wir haben 68 geschrien Sozialismus, uns ist keiner gefolgt und Port schlägt an die eigene Brust in den letzten beiden Büchern und sagt, uns ist deshalb keiner gefolgt, weil die gemerkt haben, wir wissen auch gar nicht, wie das gehen soll. Man soll jetzt aufhören, damit Sozialismus zu schreien und seiner Weisheit letzter Schluss ist dann, das steht in dem letzten Buch, das er veröffentlicht hat, folgender Passus. Und wenn ihr mehr Geld haben wollt, liebe Leute, dann holt es euch doch endlich bei den Reichen, die haben wirklich genug davon, tut es oder lasst es bleiben, nur hört mit dem Gequake vom Sozialismus auf. Also der Letzte, den er demoliert hat, nachdem er alle möglichen Linken demoliert hat, heißt Wolfgang Port. Er hat sich jetzt auch noch selber abgeschafft. Und weil in ihm noch der Wolfgang Port fortlebt, der weiß, dass man solche Invektiven auch begründen muss, sagt er, naja, das hat es doch historisch auch immer wieder gegeben, ohne dass der Kapitalismus ganz abgeschafft werden musste, Lastenausgleich und andere sozialpartnerschaftliche Dinge. Man muss halt ein bisschen hinterher sein, muss ein bisschen Rabatz machen, dann wird das passieren. System ändern passiert doch sowieso nicht, konzentriert euch lieber darauf. Allerdings ist es so, wenn man sich das dann historisch einigermaßen wach anschaut, diese entsprechenden Perioden, in denen sowas passiert ist und vielleicht mal wieder passieren wird, je nach Großwetterlage, dann waren das Ausnahmesituationen, in denen sozusagen diejenigen, die sowieso schon was davon haben, wie es läuft, einen Vorteil darin erkannt haben, entsprechende Lastenausgleiche und ähnliche Umverteilungsgeschichten zu machen. Und der historische Fokus von Leuten, die ein bisschen größer denken und die ein bisschen riskantere Sachen sagen und das Maul ein bisschen voll nehmen und sich damit in den Verdacht bringen, dass von ihm so abfällig als Gequake bezeichnete Sozialismusreden in irgendeiner Form fortzuentwickeln, dass diese Leute eben wussten, es geht ja gar nicht um diese Ausnahmesituationen, in denen es mal irgendwie ganz gut läuft oder in denen mal umgeschichtet wird oder ausgeglichen wird oder zugeschmiert wird oder belohnt wird oder in denen man beispielsweise sagt, ach, wir haben gerade so schöne Kolonien, okay, wir leisten uns für unsere einheimischen Arbeiter auch mal ein bisschen was, sogenannte Extraprofite, sondern wie Port wissen könnte, der mal ein großer Walter Benjamin-Fan war, es gibt den sehr klugen Satz von Walter Benjamin zum Thema Ausnahmen, zum Thema Weihnachten und Geburtstag, dass es immer so weitergeht. Das Normale ist die Katastrophe. Diese Katastrophe muss man aus dem Blick nehmen, wenn man sagen will, was Port jetzt sagt. Im Übrigen, tut es oder lasst es bleiben und holt es euch von den Reichen. Okay, interessante Welt, Herr Port. Es gibt also keine Polizei mehr. Es gibt keine Gerichte, kein Eigentumsrecht, keinen Staat, die im Normalfall diese sogenannten Reichen schützt, keine Regierung, die entsprechende Gesetze erlässt,
Also was ist mit dem Mann passiert, dass er sowas redet? Naja, zunächst mal diese extreme Enttäuschung über sich selbst, über die Bewegungen, deren Teil er war, über die Bewegungen, die er von innen, heute würde man wahrscheinlich sagen, neoliberal optimieren wollte, den er ins Auge gestochen hat mit seinem Zeigefinger und dabei manchmal Schmerzen ausgelöst hat, die heilsam waren für einzelne Leute. Diese Bewegung hat offenbar ein bisschen den platonischen Gedanken leben wollen, zumindest hat Port ihn leben wollen. Man muss nur rausfinden, wie, dann passiert es auch. Der richtige Gedanke, die richtige Analyse ist das Entscheidende. Und man muss das dann, wie er jetzt erst einsieht, eventuell weitertreiben bis zu einem konkreten Plan, der sagt, wie es dann aussieht, wenn wir es umgeschmissen haben. Und dabei, wenn wir ihm jetzt folgen und das alles mal ein bisschen kleiner rechnen und konkreter werden, klingt es dann, was er jetzt sagt, als würde jemand sagen, naja, wenn wir beispielsweise den Kommerz, der an Weihnachten passiert, ablehnen, dann können wir nur eins machen, wir laufen einfach rum und erklären allen, dass es den Weihnachtsmann tatsächlich nicht gibt und müssen ihnen dann auch noch anbieten, was sie am 24. Dezember abends denn machen sollen. Wenn wir das nicht können, geht die Kommerzschiene ewig weiter. Das ist eine ganz komische Sicht auf die Dinge, weil so funktioniert es ja gar nicht, so ist es ja gar nicht. Wie ist es denn wirklich, wie ändert sich denn sozusagen das, was ich vorhin Großwetterlage genannt habe? Das erste Positionslicht, wenn man versucht, auf diesem Meer von Plagen zu navigieren, um das es dabei geht, könnte ja mal die ganz andere Seite sein. Also Leute, die tatsächlich fest davon überzeugt sind, dass das schon immer Quatsch war, immer Quatsch sein wird und die nicht sozusagen ein langes kämpfendes Leben brauchen, um am Ende dahin zu kommen, sondern die das von Anfang an gesagt haben. Ich habe einen Kollegen im Bereich des meinungsbildenden Journalismus, der hat über Herrn Hobsbawm, einen durchaus stark marxistisch orientierten Historiker, einen, wie ich fand, absolut frechen und dämlichen Geburtstagsartikel geschrieben, in dem er sehr viele Einzelfunde dieses Historikers gelobt hat, in dem er gesagt hat, es ist ein kluger Mann, der weiß viel, lasst euch was erzählen, hat alle Daten im Kopf, kann sie aufeinander beziehen. Aber er hat so zwei komische Grillen, die irgendwie nicht ganz dicht sind. Nämlich erstens glaubt er, ganze Gesellschaftssysteme ließen sich verändern. Und zweitens glaubt er auch noch, das sei nötig. Was ist mit dem los? Mal ganz davon abgesehen, dass das nicht nett ist, zum Geburtstag jemand zu sagen, er hat einen Vogel, ist es ja sehr interessant, dass dieser Mensch offenbar vergessen hat, obwohl er auch eine sozialwissenschaftliche Bildung hat und sogar Geschichte studiert, dass das die ganze Zeit passiert, dass ganze Gesellschaftsordnungen sich verändern. Dass es die ganze Zeit passiert, dass Leute das wollen und erreichen. Geht man 3-4 Schritte zurück vor diesem Historiengemälde, muss man zum Beispiel sagen, vor 250 Jahren, wenn ein Adliger einen Nichtadligen tritt, kriegt dann der andere nämlich unter Umständen gar keine Strafe, als wenn ein Nichtadliger einen Adligen tritt. Das ist nicht mehr so, das Ständische, das ist abgeschafft. Damals hat die ständische Rechte, also Leute wie mein Journalistenfreund heute, der sagt, ändern kann man nichts, ändern soll man nichts, ändern will man nichts, also Leute wie Burke, de Maistre und so weiter geschrieben, wenn wir das jemals abschaffen, diese Stände, dann werden wir alle verhungern, weil die Bauern gar nicht mehr wissen, wem sie gehorchen sollen. Dann kommt das Chaos. Es wäre so, wenn man jetzt sagen würde, Sozialismus, nein, wer regelt denn dann den Verkehr? Aber das war damals tatsächlich ein Argument von sehr intelligenten Leuten, die auch sehr gut geschrieben haben. Es war nur alles Wind, inhaltlich. Jetzt könnte man sagen, naja, aber da hat der Port trotzdem recht, weil die Leute, die damals alles umschmeißen wollten, die hatten ja einen Plan, einen sehr konkreten. Also Montesquieu hatte den Plan, Gewaltenteilung, Rousseau hatte den Plan, Parlamentarismus, repräsentatives System, Thomas Paine hatte den Plan, Erbtitel weg, öffentliches öffentlich bezahlen und so weiter. Nur wenn man sich es dann genau anschaut, keiner dieser Pläne hat die Leute in Bewegung gesetzt. Wenn man das glaubt, verhält man sich ein bisschen wie der Rabbi in dem jüdischen Witz von der Springflut. Es gibt einen sehr guten jüdischen Witz, den hat, glaube ich, auch Wittvogel mal erzählt, dass in einem Dorf eine Springflut bevorsteht, dass die Dämme brechen und es kommt ein junger Gemeindehelfer in die Studierstube des Rabbi und sagt, hier, die Welle kommt gleich und wir werden alle ertrinken und so weiter. Komm bitte mit, wir müssen evakuieren. Der Rabbi sagt, nee, ich habe euch das immer erzählt, Gott wird helfen, ich bleibe hier sitzen. Gut, der junge Mann geht weg, hat Angst um sich, hat Angst um seine Familie. Kurze Zeit später kommt der Katastrophenschutz, der halbstaatliche, und sagt, kommen Sie mit, alter Mann, nehmen Sie Ihre Schriftrollen, wiedersehen, tschüss. Nee, Gott wird helfen, ich habe es Ihnen immer gesagt, es wird so sein. Ich habe hier die Theorie, ich habe hier die Schriften.
Ich habe das Bild auf die Sache, das stimmt. Es ist sogar Transzendenz, die das verankert, dieses Bild. Gut, also wir können uns nicht um jeden Einzelnen kümmern, der irgendeine Begründung hat. Wir gehen jetzt, wir müssen den Rest noch evakuieren, wiedersehen. Die Welle kommt, spült das untere Stockwerk zu, er klettert hoch, er klettert aufs Dach schließlich. Irgendwann kommt einer mit dem Boot vorbei und sagt, komm, hops rein, raus. Nee, Gott wird helfen. Ich habe die richtige Theorie. Ich habe sie euch immer erzählt. Wunderbar. Er ertrinkt und tritt vor den Thron des Höchsten, vor das ewige Licht, wo man nur eine Stimme hört und nicht hinsehen darf und beschwert sich immerhin und sagt, okay, ich habe denen 50 Jahre erzählt, Gott wird helfen, hier, Tora und so weiter. Und was kriege ich dafür? Ich muss ertrinken. Und da sagt die Stimme, jetzt pass mal auf, ich habe dir den Jungen geschickt, ich habe dir den Katastrophenschutz geschickt. Ich habe dir sogar den Typen mit dem Boot geschickt, wo ich mir echt lächerlich vorgekommen bin dabei. Was soll ich denn noch machen? Die Wahrheit ist das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis und zwischen richtiger Beschreibung und Aktivitäten irgendeiner Art ist eher eine Art Wippe oder eine Stromspannung an zwei Polen. Die Pläne, und zwar langfristige wie kurzfristige, fokussieren die Aktionen unter Umständen und die Aktionen helfen, die Pläne zu präzisieren. Also Marx' berühmtes Verhältnis zur Pariser Kommune. Theoretisier, theoretisier, theoretisier. Auf einmal passiert irgendwas, sprich das Boot kommt vorbei. Und Marx, er sei gesegnet dafür, ist reingesprungen. Also er hat gesagt, okay, die versuchen hier wirklich was Neues. Die versuchen eine andere Art Staat und so weiter. Das ist vorbildlich, das muss ich jetzt theoretisieren. In Bewegung setzt die Leute was ganz anderes als so ein Programm. Es hilft, es zu fokussieren. Und dann beginnt die Wippe, wenn wir Glück haben. Aber Tatsache ist, dass revolutionäre Situationen Situationen sind, wo die, die was davon haben und herrschen, nicht mehr können und die, die beherrscht werden und nichts davon haben, nicht mehr wollen. Und was dann passiert ist, in der Aeronautik würde man vielleicht sagen, Theorie oder Einwände oder Reflexionsmomente haben so die Funktion von Thrustern. Thruster sind so kleine Seitendüsen bei so Fahrzeugen, die sozusagen den Kurs dann jeweils ein bisschen korrigieren können. Es gilt aber sogar umgekehrt. Aktionen haben auch die Funktion von Thrustern, von Steuerungselementen für komplizierte Sozialtheorien, die mit einem normativen Anspruch auftreten, also mit dem Anspruch zu sagen, was auch sein soll. Dann gibt es diese drei Stufen, Programm, Strategie und Taktik. Die sind dadurch definiert, wer sich am Programm was abhandeln lässt, steht sehr schnell mit wenig da. Strategie ist dann sozusagen die Überlegung, muss ein Streik spontan sein, muss ein Streik in der Partei verwurzelt sein, muss eine Partei zum Streik die und die Verhältnisse haben oder nicht, was machen wir mit dem Parlament und so weiter. Und Taktik ist das, was sich innerhalb von 24 Stunden ändern kann, also das kleinste Rädchen in diesem Uhrwerk, wo man sagt, gestern waren wir gegen das Parlament, jetzt sind wir drin, jetzt sollst du aber mal sehen. Ja, weil gestern waren wir unter anderem deswegen gegen das Parlament, weil da nur gelogen wird. Aber die Spielregeln sagen ja, wir können da nicht lügen. Wir können da auch die Wahrheit sagen. Probieren wir mal aus, was dann passiert. Tja, manchmal klappt's, manchmal klappt's nicht. Gut. Warum sieht es jetzt so trist aus? Warum sieht es jetzt so aus, dass jedenfalls die Thruster nicht gebraucht werden, weil die ganze Rakete irgendwie lahm ist? Heißt es die, die was davon haben und die das Ding steuern können noch? Heißt es die, die nichts davon haben und die es abkriegen wollen noch? Historisch betrachten ist die Antwort darauf immer. Die hat man auch von Marx, wobei ja schon vorher Leute das gesagt haben und er es von ihnen hat. Aber er hat es sehr, sehr detailliert ausgearbeitet. Das, was ich gesagt habe mit, die können nicht mehr und die anderen wollen nicht mehr, ist ja sozusagen nur in vitro, ist sozusagen Vektorenanalyse, ist sozusagen ein Kräfteparallelogramm, ein Venn-Diagramm, eine PowerPoint-Präsentation. Aber wo die Bemühung gerade steht, wo der Kampf gegen Einschließung, Ausschluss, Ausbeutung, Unterdrückung, Vorrechte, Gängelung, Überwachung und Entfremdung gerade steht. Das hat seine Quellen wieder in anderen Sachen. Das hat seine Quellen darin, was war eigentlich die letzten 20, 30, 40, 50, 60 Jahre los. Und da ist das allgemeine Empfinden dann doch egal, wo man hinkommt. Also ob ich jetzt in Stuttgart mit Gewerkschaftsleuten rede oder gestern in Dresden mit Leuten aus der Literaturwelt oder heute hier. Einer sehr weitreichenden, ja, ich will gar nicht Kollaboration sagen, aber irgendwas zwischen Atomisierung der Leute, sehr weitreichender Entsolidarisierung der Leute. Und da ist es ja so, dass man an solchen Fällen dann sehen kann, dass Macht zu allen Zeiten auf wesentlich mehr beruht als nur auf dem Knüppel.
Gefolgschaft ist Macht, Kompromiss kann ein Effekt von Macht sein. Die Dinge, die Antonio Gramsci untersucht hat, die sogenannte Hegemonie im Symbolischen, also bei den Meinungen, bei den Analysen, bei dem, was so geschrieben, geredet, gesendet oder im Internet abgefragt werden kann, das sind alles Machtfaktoren. Dann hat man Schutzversprechen, also man kann sagen, diesem König sind wir untertan, weil über den sieben Bergen bei den sieben Zwergen fleischfressende Barbaren wohnen, die wir ohne einheitliches Oberkommando niemals zurückschlagen könnten. Wenn wir also jetzt irgendwie den Palast umkrempeln, dann fallen die bei uns ein. Und davon gibt es sozusagen sehr alltägliche, sehr abgeschwächte, sehr, wie soll ich sagen, wenig dramatische, wenig mit zähnefletschenden Barbaren im Zusammenhang stehende Erscheinungsformen. Es ist beispielsweise so, dass die Autoindustrie aus bestimmten Gründen, die zu tun haben mit einem gewissen Fusionsfieber, die zu tun haben mit einer gewissen Digitalisierung von allen möglichen Wertschöpfungsketten, ein Interesse daran hat, dass die Autos noch automatischer werden als mit dem komischen Navi. Und deswegen Umfragen machen lässt, die auch wahr sind vermutlich. Da sind wir wieder bei der Sache mit den Grundstückpreisen, wo gesagt wird, naja, doch, ich würde mich einem sozusagen für mich fertig durchprogrammierten Auto schon anvertrauen und mich da reinsetzen, denn dann sinken ja die Versicherungsgebühren. Also es ist eine Form von Bestechlichkeit, es ist eine Form von, die schützen uns vor was? Mein Geldbeutel atmet auf, ich bin sowieso schon so gearscht. Und wenn man jetzt dagegen irgendwas organisieren will, dann passieren so Sachen, wie mir ein Taxifahrer erzählt hat in Basel. Da war ich auf einer 1. Mai-Veranstaltung, die sehr, sehr informativ waren, weil Leute einfach erzählt haben aus ihren Betrieben, aus ihrer Realität und weil die außergewöhnliche Situation eintrat, dass darunter eben sowohl der sogenannten digitalen Bohème angehörende, nicht ordentlich krankenversicherte, vor sich hin Werkler anwesend waren, Taxifahrer, aber auch Festangestellte. Der Taxifahrer meinte also, hier in Basel ist es so gewesen. Wir haben relativ viele, naja, selbstständige Leute, die vielleicht nur eine Karre haben und dann haben wir sozusagen einen Konzern. Und der Konzern drängt mit Macht da rein und ich habe versucht, die Leute zu organisieren, dass wir uns mal treffen und ja, einheitlich im Sinne der Armee von Cromwell, ich komme danach einmal noch drauf zu sprechen, was das war, eine gemeinsame Strategie ausarbeiten, wie wir uns gegen diesen sozusagen beginnenden Monopoldruck zur Wehr setzen können und habe das mit Facebook gemacht und habe das mit einer Handy-Telefonkette gemacht und habe das mit persönlichen Gesprächen gemacht, in Pausen, wenn mal gerade Flaute war und nichts los war und keine Fahrgäste da waren. Und wir haben schließlich ein Datum gefunden und es hieß irgendwie, da kommen fast alle, also 40 Leute, 50 Leute. Dann bin ich hingefahren, war ganz stolz auf mein organisatorisches Talent. Ja, und dann saß ich da mit zwei anderen. Und dann habe ich erstmal zwei Tage Depression geschoben und viel getrunken. Und dann habe ich am Montag die Leute wieder alle abgeklappert. Und habe gesagt, hör mal, wir hatten uns doch darauf verständigt, dass wir was tun müssen. Auch als eine kleine Lobbygruppe gegenüber dem, was an Staat noch da ist, nämlich in dem Fall der Stadt. Und es kam immer wieder dieselbe Antwort. Ja, du, klar, hast recht und wir müssen auch irgendwann, aber weißt du, ich habe mir ehrlich gesagt Folgendes überlegt. Ihr werdet da alle sein auf diesem Meeting und das heißt, ich kann einfach ganz anders Gäste abgreifen. An dem Tag kriege ich die ganzen Fuhren, weil ihr ja alle auf dem Solidaritätsmeeting sitzt. Tja, Prisoner's Dilemma. Jesus pflegte zu seinen Gleichnissen so Sachen zu sagen, wie in dieser kleinen Geschichte ist enthalten das ganze Gesetz und die Propheten. In dieser Geschichte, die ich gerade erzählt habe, ist zwar nicht enthalten das ganze Gesetz und die Propheten und auch nicht der ganze Marx, aber sie ist erstaunlich anwendbar auf Bereiche, die man erstmal ganz woanders hin tut und wo man denkt, da ist alles anders, da wird alles anders, da muss alles anders werden und deswegen sind diese ganzen alten Kategorien auch völlig überflüssig. Nämlich in Bereichen wie dem der Kreativ- und Kulturbranche, die ja sowieso so ein bisschen Pionierfunktion hat, darauf werde ich auch noch kommen, wo man dann also solche Erscheinungen hat wie, warum kriegen die es eigentlich nicht gebacken, sich in irgendeiner Form gewerkschaftlich oder protogewerkschaftlich zu organisieren? Das sind ganz genau dieselben Phänomene wie bei dem Taxifahrer. Und dann kommt sofort ein Feldeffekt auf, den man dann tatsächlich ideologisch nennen kann. Die Kategorien, in denen über die eigenen Rechte und über die eigenen Bedürfnisse und über die eigenen Initiativen gegen das Bestehende was zu machen, überhaupt geredet wird, werden dann deformiert an dieser bereits praktisch erwiesenen, praktisch sozusagen durchgeführten oder besser ausgesessenen Entsolidarisierung. Zum Beispiel lassen sich die Leute dann so einen Copyright-Diskurs gefallen.
wenn das wahr wäre, wenn es um den Besitz gehen würde, den Besitz von mir an meinem Buch, wenn ich also ein Schusterlein wäre, wenn ich ein Handwerker wäre, wie vor der ursprünglichen Akkumulation für Marxisten, also zu dem Zeitpunkt, wo es sozusagen noch einen breiten Konkurrenzkapitalismus gegeben hat. Wenn das stimmen würde, dann würde mein Leben so aussehen wie das Leben von Harlan Ellison. Harlan Ellison ist ein Schriftsteller, den ich sehr bewundere. Unter anderem deswegen, weil er etwas macht, was ich niemals aushalten würde und was ich auch keinem empfehlen kann. Der reagiert nämlich auf die Taxifahrersituation mit, ach, dann mache ich es halt alleine. So, dabei wird man natürlich kaputt und wahnsinnig. Aber es ist extrem lehrreich für alle anderen. Sie können zwei mögliche Lehren daraus ziehen. Nämlich erstens, das geht überhaupt nicht. Oder, ach so, das geht nicht alleine, armer Kerl. Der macht es nach allen drei Seiten. Der nimmt es ernst. Der glaubt wirklich, seine Bücher, seine Texte, seine Geschichten sind sein Eigentum. Und das heißt, er verteidigt sie eben nicht nur gegen Raubkopien, sondern er verteidigt sie auch gegen die Leute, unter deren Fittiche sehr viele Leute jetzt rennen, die denken, da wird ihr Eigentum geschützt gegen Raubkopierer. Also Verlage, Labels, internationale Medienkonzerne, Konglomerate, was auch immer. Harlan Ellison schreibt eine Geschichte, James Cameron, der berühmte Regisseur, liest die Geschichte, macht einen Film draus, da steht nirgends was von Harlan Ellison. Harlan Ellison kriegt auch kein Geld. Was macht Harlan Ellison? Er protestiert, okay, funktioniert nicht, er prozessiert und gewinnt, weil er so penetrant ist. So, kriegt einen Haufen Geld und wenn man sich jetzt den Terminator-Film anschaut, den ersten, ganz am Ende auf der DVD kommt, we acknowledge the works of Harlan Ellison. Was so viel heißt wie Scheiße erwischt. In schönerem Englisch. Das ist die erste Front. Das sind sozusagen die anderen Taxifahrer, die einem die Fahrgäste abluchsen wollen, wegschnappen wollen. Die zweite Front, er hat gegen AOL geklagt, also gegen America Online, einen großen Internetprovider, als Geschichten von ihm auf Webplattformen, von denen unentgeltlich runtergeladen werden konnten. Das hat ihn fast ruiniert, das hat ihm fast das Genick gebrochen. Und ob er gewonnen hat oder nicht, wissen wir nicht, weil dieses Ding ausging mit einer Art außergerichtlichem Vergleich, bei dem er hoffentlich wahnsinnig viel Geld bekommen hat. Aber eben auch wahrscheinlich irgendeinen Schweigeknebeldreck unterschrieben. Und die dritte Front, die immer vergessen wird, also den Raubkopierern hat er es gezeigt und den Dieben hat er es gezeigt, die dritte Front ist auch sehr lehrreich. Er hat es auch mal einem Verleger gezeigt. Und zwar war das eine Situation, in der es um Dumping geht. In der es darum geht, dass ein Verleger in einen Vertrag irgendwas reinschreibt, was ohnehin nur zur Dekoration da ist, du hast unglaublich viele Rechte und schon weiß, aber ich habe die Anwälte und das wollen wir mal sehen, ob du dir das einklagen kannst. Die konkrete Situation war die, es ging um die Verramschung. Es ging darum, Remittenten zu machen, also das berühmte unverkäufliche Exemplar, das berühmte Mängelexemplar. Und Ellison fand irgendwann in einem Buchkatalog irgendeines Versandhauses einen Titel von ihm wieder für 75 Cent und sein Herz brach. Und er hat angerufen und hat gesagt, ihr habt das vom Verlag bekommen? Ja, wir haben das vom Verlag bekommen. Für wie viel? Ja, wir haben 30 Cent dafür bezahlt. Oh, schön, okay, katastrophal. Selbst wenn ich davon einen Anteil kriege, das kann ich vergessen. Was mache ich? Ich schaue mir meinen Vertrag genau an. Dieser Mensch liest all diese Verträge, liest jede Klausel. Ich weiß nicht, wann der noch Sachen schreibt. Und in dem Vertrag stand drin, dass er das Recht hat, bevor er remittiert wird, zum besten Marktpreis die Sachen selber zu kaufen. Und er hat auf der Grundlage dieser Klausel, die seither allerdings nicht mehr in den entsprechenden Verträgen steht, weil er gewonnen hat, prozessiert. Und das Ergebnis war, dass diese Vollidioten von dem Versandhaus, weil er das Recht darauf hatte, diese Dinger zu kaufen, für 75 Cent das Stück, weil das war der Preis des Versandhauses, die Dinger gekauft haben und sie ihm dann für 40 verkaufen mussten. Das heißt, der Scheißverlag hat Verlust gemacht und Ellison hat seine Bücher bekommen. Eine wunderbare Robin Hood-Geschichte, aber eine Geschichte, die man heute kaum noch finden wird, vor allen Dingen, weil viele Leute, die in ähnlicher Lage sind wie er, sozusagen das vollautomatische Auto vorziehen, weil die Versicherungsgebühren so niedrig sind. Also man muss ja schon relativ tiefe Taschen haben, um zu sagen, ich protestiere, ich prozessiere, ich lege mich mit denen an. Und wie gesagt, alleine, vergesst es. Was ist passiert, das sozusagen dazu geführt hat, dass, wenn man diese Taxifahrergeschichte erzählt, alle nicken und sagen, ja, ja, so ist es bei mir auch im Betrieb. Oder so ist es auch bei mir in der freien Wildbahn, weil ich ja Freischaffender bin. Freischaffende. Zwei Sachen. Das eine, und das war wirklich beschämend, hat mir ausgerechnet ein Sozialdemokrat irgendwann erklärt, in Österreich, wo es darum ging, naja, warum sind die Leute so drauf?
Das kann ich Ihnen sagen. Die ganzen Errungenschaften, wo wir immer gesagt haben, das sind wir Sozialdemokraten gewesen, das war einfach, weil die Angst hatten vor dem Ostblock. Wie bitte? Naja, Vektorprodukt. Also, es ist schon was dran, dass Sozialversicherung und andere Dinge auch Errungenschaften sind, wo ein Druck stattgefunden hat. Es gab ganz interessante Streiks, auch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, auch hier. Aber die andere Seite ist tatsächlich die, dass wenn man mal in die Archive steigt, dass man eben feststellt, da saßen schon Leute im State Department und haben gesagt, wir müssen gucken, dass in Westeuropa es nicht so übel aussieht, dass die Leute irgendwie am Ende noch in die falsche Richtung auswandern. Also das hat es gegeben. Das ist die eine Sache, die ist sozusagen die kurzfristige historische. Das andere ist aber, dass tatsächlich auf dieser reinen Ebene des Durchsetzens von, heute würde man sagen, Cent und Euro, eine Art Grundträgheit existiert, die auch allzu erklärlich nur ist. Ein Bewusstsein, dass radikalere Linke und Marxisten früher Trade Unionistisches Bewusstsein genannt haben, nach der ersten größeren Gewerkschaftsstruktur, die aufgebaut wurde, nämlich in England, das waren eben die Trade Unions. Und zwar, wenn man es böse sagen würde, naja, so ein Gewerkschaftsunterhändler ist sozusagen am Sozialismus, also an der Transformation, so wenig interessiert, wie ein sehr guter Geiselunterhändler daran interessiert ist, dass Geiselnahme aus der Mode kommt im Verbrechen. So. Sein Leben, sein Beruf, er ist gut da drin. Und das ist, wenn man es weniger böse anschaut, man will natürlich erreicht es auch nicht immer gleich für die nächste und am Ende noch eine politische Sache aufs Spiel setzen. Interessanterweise ist es tatsächlich so, dass in dieser vorhin angetippten, und ich werde noch ein paar Mal darauf zurückkommen, Kreativbranche, das kapitalistische Prinzip lange Zeit so war, wir müssen aber alles sofort aufs Spiel setzen. Walt Disney ist nur deswegen so berühmt, weil er relativ frei schalten konnte, keinen Aufsichtsrat hatte und es so gemacht hat, dass er das komplette Geld, da das damals ein technischer Wettlauf war, wer macht den besten Trickfilm, so wie eigentlich erst heute wieder, sofort wieder reinvestiert hat und sofort wieder blank war. Also wenn irgendein Trickfilm viel Geld verdient hat, ist Disney hingegangen, hat gesagt, ich habe hier niemanden, der sozusagen Shareholder-Value beansprucht, sondern wir nehmen das komplette Geld und stecken es in den nächsten Film. Und interessanterweise, wenn man Filmhistoriker fragt, also jetzt mal wirklich ein bisschen harter Vulgärmaterialismus, wenn man Filmhistoriker fragt, bis wann sind die Disney-Trickfilme gut, dann sagen sie immer so, so bis circa Dschungelbuch. Und dann schaut man nach, das war genau die Zeit, wo das aufgehört hat, alles aufs Spiel zu setzen sozusagen. Also es ist schon was dran, dass das aufs Spiel setzen auch eine gute Strategie sein kann. Das Problem mit einem Bewusstsein, dass Sachen nicht aufs Spiel setzt, die errungen wurden, ist, dass wenn ich ein Gegenüber habe, das sozusagen freier pokert und wilder ist und denkt wie Walt Disney, ich relativ schnell ins Hintertreffen komme. Dann sind Leute sehr überrascht, also diese Geiselunterhändler, von denen ich gesprochen habe, wenn neue Argumente auftauchen dafür, dass das, was sie errungen haben, jetzt nicht mehr zeitgemäß sei, wegen Standort, wegen allem möglichen Zeug oder einfach wegen technischer Neuerungen. Ich habe in Stuttgart einen Gewerkschaftsfunktionär getroffen, der gesagt hat, der Weltuntergang kommt erst noch, weil im Moment betrifft es ein paar, sage ich mal, was früher Realschüler gewesen wäre bis Gymnasium, die irgendwie in Kopfarbeiterberufen sind. Aber bald wird es alle betreffen, weil Computer-Aided Design ist nur eine Seite, Computer-Aided Manufacturing, also tatsächlich Herstellung von Zeug, rein über Wertschöpfungsketten, die digitalisiert sind, ist der nächste Schritt. Wir haben immer argumentiert, entweder mit Stundenlohn oder wir haben argumentiert mit Stücklohn. Wie macht man das in der Cloud? Wie misst man das in der Cloud? Wie misst man das, wenn völlig dezentralisiert ist, wenn völlig modularisiert ist, wenn völlig kommen und gehen und bestellen nach, so ist die Auftragslage und so weiter. Das wird echt schwierig, diese Verhandlungen zu führen. Und gleichzeitig, während dieses Problem entsteht, gibt es eine ganz scheußliche Lüge schon wieder an der Front derer, die zuerst mit dieser Cloud und dieser Crowd zu tun haben, nämlich die, Arbeit und Lohn und sowas, das kann man sowieso alles nicht mehr sagen, das ist eh vorbei, das ist gerade sozusagen im Abenddämmer, denn im Netz und mit diesen schnellen Verfahren Informationen auszutauschen und ist nicht alles irgendwie Energie, Information, Masse und so weiter ineinander umwandelbar, hat auch der Einstein gesagt und so weiter, dann wird sehr schnell sehr, sehr anspruchsvoll. Aber das Emblem der Geschichte ist dann immer, die Konsumenten und die Produzenten, das ist doch heute alles eins. So.
also kann doch jetzt jeder Fotos machen und ins Netz stellen. Und gut, das ist noch nicht die Industrie, das ist noch nicht die Güter, die einen Gebrauchswert haben, die irgendjemand essen oder anziehen oder in denen jemand wohnt oder fahren muss. Aber das kommt auch noch, jetzt kommen die 3D-Drucker und dann ist jeder seine eigene Fabrik und sollst mal sehen, die Digitalisierung dreht alles um. Und das klingt dann immer ein bisschen so wie Tucholsky, als er gesagt hat, die soziale Frage kann man leicht lösen, wir werden alle reich heiraten. Es klingt auch ein bisschen so wie Alan Greenspan, der Notenbankchef der USA, der irgendwann gesagt hat, ja, durch diese Digitalisierung, weil das jetzt alles viel schneller geht und viel schneller koordiniert werden kann und es eben auch nicht mehr so ist wie in den 70er Jahren, wo eine Ölkrise 3 Monate braucht, bis sie auf andere Branchen wie Werkzeugmaschinenbau oder sowas durchschlägt, sondern es passiert in 2 Sekunden an der Börse und wird von menschlichen Händen gar nicht mehr berührt. Jetzt kriegen wir nie wieder eine Krise. Jetzt kriegen wir Wachstum ohne Ende. Und ich habe ein Panel erlebt, wo ein alter Ölindustrieller saß, der gesagt hat, also er hat versucht, das zu durchdringen, diese krisenlose Gesellschaft, die da auf uns zukommt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert es wie ein Witz, den mir jemand aus der Schweiz mal erzählt hat, nämlich, okay, da sind diese ganzen Hotels auf den abgelegenen Bergen, wovon leben die denn, wenn nicht Saison ist? Och, die haben einen schwungvollen Handel, die verkaufen sich gegenseitig das übrig gebliebene Klopapier. So. Das ist die New Economy. Deswegen funktioniert die so gut. Also da wird eigentlich nichts Neues mehr produziert, da nimmt auch niemand mehr irgendwas in Anspruch, aber weil alles so schnell koordiniert ist, können sie alle davon leben. Naja, Quatsch natürlich. Was in Wirklichkeit passiert, ist über weite Strecken eine Art satirische oder farcenhafte oder fratzenhafte Wiederholung von Sachen, wo man, wenn man ein bisschen Marx kennt, sagt, das sieht aus wie die ursprüngliche Akkumulation als Sketch von Monty Python. Da passieren nämlich so Sachen, was war die ursprüngliche Akkumulation? Die ursprüngliche Akkumulation war einfach, so ein Vermögen zu haben, das nicht einfach nur heißt, man ist ein Reicher, von dem sicher die Leute das holen sollen, laut Port, sondern man hat eine Form von Reichtum, die es erlaubt, die Arbeit anderer Leute anzueignen. Das ist ja der entscheidende Punkt. Und da muss erstmal eine kritische Masse her. Und die hat man historisch erreicht über relativ brutale Verfahren. Also beispielsweise, indem man halt die vorhin genannten kleinen Handwerker kaputt konkurriert hat, niederkonkurriert hat, fertig gemacht hat. Und dann hatten sie nichts mehr und dann war das nichts mehr wert, die Werkbank, und dann mussten sie halt in die Fabrik gehen. Und das verkaufen, was sie dann noch hatten, ihre berühmte Arbeitskraft. Das war die eine Seite. Die andere Seite war, ganz wie jetzt, bei diesen wunderbaren, nicht mehr sozialversicherten, bohemistischen Lebensläufen, dass Leute plötzlich frei waren. Frei heißt, schollenabhängige Leute, also Leibeigene und sowas. Es begann das bürgerliche Zeitalter, es gab keine Sklaverei mehr, die haben auch die Sklaverei abgeschafft, sind sie auch sehr stolz drauf und so weiter. Naja, was ist das für ein ökonomisches Kalkül? Das ist ganz einfach. Wenn ich jemanden habe, der sozusagen mein Abhängiger ist und ich werde meinen Ramsch nicht los, den er für mich produziert, dann muss ich den trotzdem durchfüttern. Wenn der aber so einen Vertrag hat, der lautet, ich kann ihn jederzeit rausschmeißen, oh, Freiheit ist doch viel besser, muss ich sagen. Jedenfalls dann, wenn mir die Fabrik gehört. Freiheit heißt einfach, verhunger still in der Ecke. Ich bin nicht verantwortlich für dich. Das sind die beiden Seiten. Und wenn man sich jetzt anschaut, was in dieser Vorreiterbranche gerade passiert, dann ist es so, es gibt eine Stiftung in Amerika, die heißt Tech American Foundation und hat sich idealistischerweise, also die ist sozusagen in der gelehrten Welt das, was die FDP gerade im Parlamentarismus auf Bundesebene ist. Man erinnert sich, dass es das mal gab und wundert sich, wo es geblieben ist. Diese Stiftung hat nämlich die Aufgabe gehabt, herauszufinden, wie man am besten die Vorreiterrolle auf der Welt hat bei dieser neuen Wertschöpfung in Amerika und was da läuft auf diesem industriellen Sektor. Und die hat jetzt eine Studie veröffentlicht, ich glaube vor einem halben Jahr, wo sie eins feststellt, also der absolute Beruf der Zukunft und das Allerwichtigste, was es überhaupt gibt, sind die Softwareleute, die Softwareprogrammiererinnen und Programmierer. Und das Einzige, was vielleicht ein bisschen peinlich ist daran, das steht dann auch irgendwo auf Seite 412, ist, dass seit ungefähr 10 Jahren die Löhne, und zwar nicht nur die Reallöhne, sondern wirklich die Löhne dieser Leute, wenn sie denn Löhne kriegen, kontinuierlich sinken. Das ist die Avantgarde. Das ist die Speerspitze. Das sind die Leute, die uns den glorreichen Weg in die Zukunft weisen, in die Zukunft der sinkenden Löhne jedenfalls. Zumal das ja bedeutet, wenn man sagt, im Durchschnitt sinken sie,
dann gibt es dabei ja immer noch ein paar, die sozusagen entsprechende Boni haben und die entsprechend besser dastehen jetzt als letztes Jahr, sodass man davon ausgehen kann, dass das so eine Art Glockenkurve ist oder Pyramide, wo also einige wenige mehr kriegen, aber sehr viele sogar noch weniger als in diesem Durchschnitt, der da gefunden wurde, kriegen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, ganz banal, sowohl über diese freien Beschäftigungsverhältnisse, wo also Leute nur so lange beschäftigt werden, wie sie gebraucht werden, wie auch in den verbleibenden Festanstellungen, der Arbeitstag immer länger wird, was auch eine Form ist, den Lohn zu senken. Das hat teilweise ganz groteske, deswegen habe ich gesagt, Karikatur und Farce, Züge. Zum Beispiel ist es so, dass jetzt ein Prozess angestrengt wird von Leuten, die bei Apple arbeiten, auch so eine Zukunft, weil sie am Tag im Schnitt 30 bis 45 Minuten länger in der Konzernzentrale, wo sie arbeiten, oder in etwaigen Ablegern davon beschäftigt sind, als auf ihrem stechuhrmäßigen verbuchten Stundenlohn steht, weil sie nämlich diese 30 bis 45 Minuten beim Verlassen des Geländes durchsucht werden, ob sie was geklaut haben. Das ist Arbeitszeit. Kriegst aber kein Geld für. Tja, aber wir kriegen jetzt ja ein Internetministerium, was dann, das heißt halt Ministerium, gemeint ist eine Lobby. Und da werden diese Dinge dann einfach reguliert im Sinne von, dann findet man irgendeinen Weg, diese 30 Minuten sozusagen zu legalisieren. Also das ist das Testgelände. Und die Antwort darauf könnte natürlich jetzt lauten, okay, total schwarzes Gemälde. Man kann keinen Stücklohn mehr bestimmen, man kann keinen Stundenlohn mehr bestimmen, die Welt geht unter, Flächentarifverträge gibt es auch nicht mehr. Was macht man? Naja, und da spielt die Theorie dann unter Umständen eben doch eine Rolle. Man kann sich nämlich auch sagen, wenn alles so scheiße ist, dann ist eventuell irgendwo doch ein Widerspruch drin. Beispiel: Streiken hat ja keinen Sinn mehr. Warum? Die können ja dann ausweichen und die Infrastruktur ist ja so gut gebaut, dann wird das Zeug halt woanders produziert und hergefahren. Ja gut, dann müssen halt koordiniert diejenigen streiken, die es herfahren. Das heißt, ein Bild von der Sache heißt immer auch, und jetzt wird es ein bisschen abstrakter, der Herr ist der Knecht des Knechts. Also die alte Hegel-Erkenntnis, dass, was ich vorhin gesagt habe, nur dann funktioniert, wenn keine koordinierte Anstrengung unternommen wird, genau an diesen Stellen Licht drauf zu halten und zu sagen, okay, wenn die Leute sagen, ich spare Versicherungsgebühren oder ich kann dem anderen Taxifahrer die Dinger abjagen, dann muss man sozusagen eine sehr geduldige, sehr anstrengende Arbeit auf sich nehmen, nämlich die, daran zu erinnern, was dabei rauskommt. Und das ist ein langfristiger Plan, das ist genau nicht drin in dem Ding, was Port sagt. Und da geht es sozusagen um den dann doch sehr bescheidenen, aber wie ich finde wichtigen Beitrag, den auch die geschichtliche Fühlung, also der Kontakt, das nicht Abreißen der Tradition zu Erfahrungen, die zu Theorie geronnen sind oder denen Theorie auf die Sprünge hilft, indem sie sie vorweggenommen hat historisch, eben geerdet sind. Das heißt, ich schließe am besten mit einer Anekdote. Richard Sennett, ein sehr angenehmer Sozialwissenschaftler, der es gut mit der Menschheit meint, schreibt ein Buch nach dem anderen, was alles kaputt geht und wie schlimm das ist. Und das sind sehr fakten- und datenreiche Bücher und er schreibt über das Ende des Handwerks und er schreibt über das Ende bestimmter Fähigkeiten, die sehr viel zu tun haben mit der Stelle, die ich deshalb nachher auch nochmal vorlesen werde, von Peter Weiss, wo sozusagen ein Selbstbewusstsein da ist, ich werde hier gebraucht, sogar jetzt schon. Und dann darf ich mir auch rausnehmen, darüber nachzudenken, wie eine Welt aussehen würde, in der ich nicht nur gebraucht werde, benutzt werde, sondern in der ich was zu sagen habe darüber, was damit passiert. Und dann saßen Sennett und ich in, ich glaube Münster war es, auch auf einem Podium. Und er sagte, naja, das Schlimme ist ja auch, dass bestimmte Fertigkeiten sich deshalb nicht mehr entwickeln können, weil nur noch wahnsinnig kurzfristig sogenannte Projekte überall gemacht werden. Projekte für 2 Jahre. Und das heißt, ein Teil des Könnens von Leuten ist ein soziales Können. Das ist nicht alles in meinem Kopf, sondern das ist in meiner Interaktion mit anderen. Im Sinne von, so wie gute Schauspieler sagen, wenn ich mit guten Schauspielern spiele, bin ich ein besserer Schauspieler, als ich alleine bin. Oder wenn ich mit schlechten spiele. Das heißt, Können ist sozusagen nicht nur in der Person, sondern ist ein Verhältnis von Personen zu anderen Personen. Und das kann sich nicht mehr bilden, wenn die Sachen
schnell zusammengefasst und schnell wieder auseinandergetrieben werden. Und dann sagte ich so in großer Naivität, ich wollte ihm nämlich zustimmen. Ich dachte, da freut er sich. Ja, das stimmt und das hat wahrscheinlich zwei Gründe. Der eine ist, dass man sozusagen den Taxifahrereffekt damit am Leben halten kann, wenn man mit den Leuten so umspringt, dass sie sozusagen Solidarität nicht mehr lernen, weil sie nächstes Jahr sowieso nicht wieder zusammen miteinander arbeiten. Und das zweite ist, dass eben tatsächlich durch sozusagen sehr kurzfristige Planungen von Profit, also dass die sehr schnell Geld verdienen wollen, die Leute, die diese Projekte annoncieren, zusammenstellen und wieder auseinanderjagen, dass also doch das Profitmotiv dabei eine gewisse Rolle spielt, dass die Arbeit so beschissen organisiert wird. Und dann sagt er, ah ja, das ist marxistisch, aber das ist ja nicht mehr, das gilt nicht mehr. Wieso? Ja, ich habe große Hochachtung vor Marx, das sagt man jetzt so. Ja, das ist immer so, das ist wie, also als diese Finanzkrise losging, war der plötzlich auf Titelbildern vom Time Magazine, der Marx und so weiter. Ich bin ganz erschrocken, bis ich kapiert habe, das ist halt so ein bisschen wie wenn die Oma meines besten Freundes im Schwarzwald krank wird, dann liest sie halt doch wieder Bibel. So. Das heißt, wenn der Katzenjammer kommt, sagt man, ja, also an der Kritik ist schon vieles dran. Nur diese komischen Vorschläge da für die Zukunft, da kommt ja immer nur Ulbricht bei raus. Und der mochte ja die Beatles nicht und das ist ja alles ganz schrecklich. Ja, so sind Leute in Medien sozusagen, da sind die Beatles noch ein Kriterium. Sie sind ja auch eins, aber vielleicht doch nicht für das. Und sagte Sennett, also das gilt ja heute gar nicht mehr. Er sagte, oh interessant, davon habe ich noch nichts gehört, erklären Sie mal. Das ist für mich ja sehr beruhigend, weil das ist doch auch manchmal ziemlich kompliziert, diese ganze marxistische Tradition. Wenn Sie was Einfaches und Neues und Zeitgemäßes haben, was nicht, denn das ahnte ich schon, dieser Werbesong von Silicon Valley und Cisco Systems ist, der sagt, jetzt wird sowieso alles anders und Arbeit gibt es gar nicht mehr. Das wusste ich, dass Sennett das nicht erzählen wird. Also war ich total gespannt, was wird er denn erzählen? Und er hat gesagt, ja, früher in diesem Kapitalismus, den Marx beschrieben hat, war es ja so gewesen, die haben also Fahrräder hergestellt und er hat das dann beklagt, dass sie gar nicht Fahrräder herstellen, damit die Leute gute Fahrräder haben, sondern nur um Geld zu verdienen. Aber das ist ja gar nicht mehr so, sondern jetzt gibt es ja diese ganzen Hedgefonds und Short Sales, wo Leute was verkaufen, was sie noch nicht haben, weil sie wissen, dass sie, wenn sie es dann kriegen, dafür weniger Geld ausgeben müssen als und so weiter und so weiter. Und das sind so komplizierte Finanzprodukte, also auch so ein Spruch, dass ja heute gar nicht mehr irgendwie Fahrräder hergestellt werden, sondern die wetten zum Beispiel darauf, dass die Fahrradbranche pleite macht und dann haben sie viel Geld verdient. Dann habe ich gesagt, ja, und wo ist das jetzt was anderes, als was Marx sagt? Denn das ist es, was Marx sagt. Das sagt Marx spätestens im Rohentwurf, also in den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie, dass das Problem mit der ganzen Scheiße ist, dass das den falschen Produktivitätsbegriff hat. Eine produktive Arbeit ist nämlich in diesem System eine, die irgendeinen Profit bringt. Und er bringt dann sehr drastische Beispiele, die im Kapital nicht mehr stehen. Ich schäme mich ein bisschen, sie auszusprechen. Sie werden es mir auch nicht glauben, wenn ich es tue, deswegen tue ich es. Er bringt als Beispiel, wenn der Arbeiter dem Fabrikherrn eine runterholt und der ist am nächsten Tag entspannt, gilt das als produktive Arbeit. Weil was produktive Arbeit ist, bestimmt der Fabrikherr. Bestimmt der, der über das Vermögen verfügt, das ihm erlaubt, sich anderer Leute Arbeit anzueignen. Das heißt, dieser Produktivitätsbegriff, dass man auch absolute Scheiße, rotierendes Nichts, zusammenbrechende Fahrräder, Kriege, Hungersnöte produziert, nicht passieren lässt, sondern wirklich aktiv produziert, weil dabei ein Profit rauskommt, ist das Ganze um und auf dieser Theorie. Das wusste Sennett nicht. Sennett dachte, Marx ist so eine Art Almöhi, der es schade findet, dass die Leute nicht aus Freude am Fahrrad das Fahrrad produzieren. Da ist was abgerissen. Ein wahnsinnig kluger Mensch, der tolle Bücher schreibt, großartige Bücher schreibt, aber nicht weiß, was Freunde von mir wissen, die Hartz IV kriegen, die eine akademische Ausbildung gehabt haben in den 60ern und 70ern und dann das Pech hatten, in Organisationen organisiert zu sein, die es ihnen nicht erlaubten, weil 1972 irgendwas passiert ist, von Seiten des Staatsheiligen Willy Brandt, diesen Beruf dann auch auszuüben und die ein ziemlich problematisches Leben hatten und von denen man jedenfalls weniger gehört hat als von Richard Sennett, aber die wissen das. Und so ein Ort wie hier und so ein Abend wie hier erlaubt es nochmal daran zu erinnern, dass es wichtig ist, das zu wissen, weil sonst sehr, sehr kluge Leute sehr, sehr großen Unsinn reden, wie Sennett.
Und der Punkt ist also, den ich machen möchte, bevor ich nochmal den Peter Weiß vorlese, weil es sich wirklich lohnt, den zu exegieren und zu meditieren, was da dran sein könnte, was das für ein Verhältnis zur Produktivität ist, was das für ein Verständnis ist von Arbeit, was das für ein Verständnis von Dingen ist, die, und da mache ich jetzt nochmal einen Schlenker zurück zur Kreativwirtschaft, wenn die Leute beispielsweise nicht mehr glauben würden, sie stellen etwas her und das gehört ihnen und sie können es verkaufen, was für ein idiotischer Aberglaube. Versuch doch mal, sowas selber zu verkaufen. Das ist wie diese Geschichte mit dem Arbeitsplatzbesitzer, der privilegierte Arbeitsplatzbesitzer. Versuch doch mal, deinen Arbeitsplatz zu verkaufen. Gar nichts gehört dir. So. Und wenn du irgendetwas schreibst und brauchst dafür einen Verlag, damit du überhaupt irgendwie die Art von Kohle reinkriegst, dass du irgendwie nochmal eine Miete bezahlen kannst, dann kannst du das eben auch nicht selber verkaufen. Das heißt, die sollten endlich mal kapieren, dass sie eine Arbeit tun und dafür in irgendeiner Form Lohn kriegen, nur einen sehr schlechten. Das heißt, die müssen ein Verhältnis dazu kriegen, was Arbeiten heißt. Und zwar jetzt nicht in dem Sinne dieser moralisierenden Geschichten, wo Joschka Fischer in der Gruppe Revolutionärer Kampf dann sagt, wir müssen alle zu Opel gehen, weil wenn man am Fließband gestanden ist, dann erst ist man wirklich ein Revolutionär, weil man Dinge lernt. Ja, schon, aber nicht, wenn du keinen Begriff von dem hast, was du da machst. Dann wirst du nur Außenminister. Und eben nur einer. Das ist Monopoly, da können nicht alle gewinnen. Der muss dann sozusagen große Elastizität beweisen in seinem Lebenslauf und so weiter. Also wenn man sozusagen einfach mal klar sehen würde, dass es hier um Formen von... Bitte? Deswegen auch die Turnschuhe. Deswegen wahrscheinlich auch die Turnschuhe, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht sind sie ja gesponsert, wer weiß. Bandenwerbung im Bundestag, die nächste Idee. Jedenfalls, der Punkt, den ich zu machen versuche, wenn also ein Bewusstsein davon wäre, dass auf der Höhe dessen ist, was dieser schlichte Mensch, den Peter Weiß da zu Wort kommen lässt, sich schon erarbeitet hat, dann würde man in diese Falle nicht mehr laufen und mit diesem Besitzerstolz denken, man produziert noch irgendwas und ist am Ende Unternehmer oder selbstständig oder irgend so ein Quatsch, was man einfach nicht ist. Das heißt also, welche Rolle spielt Theorie? Nicht die von Wolfgang Port, dass erst, wenn sie fertig gebacken ist und wir ein Menü haben, dann wird angeklickt, ich will, glaube ich, doch lieber Anarchismus, Sozialismus, blablabla, sondern die Rolle, die in einem weisen Satz des weisen Naturwissenschaftlers und Arztes Louis Pasteur enthalten ist, der gesagt hat, ja, ja, das Glück und der Zufall, aber die begünstigen den, der so ein bisschen vorbereitet ist. Zum Schluss nochmal den Peter Weiß, weil der wirklich das Um und Auf ist. Wie mein Vater stets Anspruch erhoben hatte auf den Zugang zu den kulturellen Gütern, so hatte er darauf beharrt, dass ihm gehöre, was ihn an seinem Arbeitsplatz umgab. Kunst und Literatur waren Produktionsmittel, wie es die Werkzeuge und Maschinen waren. Also da könnte man jetzt glauben, ja, der denkt auch, was die Kreativwirtschaft denkt. Nein, sein Leben war eine einzige Anstrengung, um über die gezogene Trennungslinie hinwegzukommen. In der Fabrik konnten Kollegen ihn zuweilen verspotten, ihn sogar Streber nennen. Was er übrigens wäre, wenn er keinen erweiterten Horizont hätte, dann wäre er wirklich nur jemand, der verbessert. Vielleicht sogar ein Lohndrücker dadurch. Wenn sie ihn bei übermäßiger Pflege der Maschine fanden, wenn er nachdachte über technische Verbesserungen. Dass wir missbraucht werden, sagte er, dürfe nicht dazu führen, dass wir in unserer Arbeit nur Zwang und Frohn säen und uns von Unlust und Unwillen leiten ließen. Das heißt, Bewusstsein dafür wachhalten, das ist wirklich produktive Arbeit. Das ist eben nicht dem Chef eine runtergeholt. Die produktive Arbeit müsste nur anders organisiert sein und sie müsste dazu führen, dass diejenigen, die sie machen und so weiter. So wie wir verloren wären, wenn wir uns nicht den Inhalt von Büchern und Bildern aneigneten, so würden wir absterben, betrachteten wir nicht jetzt schon jedes Ausrüstungsstück in der Fabrik, jeden von uns erzeugten Gegenstand als unseren Besitz. Also dasselbe sozusagen als Vorschein und als Programm, was als Lüge diejenigen Leute im Kopf haben, die gar nicht kapieren, dass sie sozusagen einen Lohn bräuchten, weil sie eine Arbeit leisten. Weil es zum Beispiel so ist, dass Schriftsteller nicht mehr von ihrer Backlist leben können. Dann wäre es ja ein Besitz, wenn man sagt, okay, ich habe früher das geschrieben und je älter ich werde, desto weniger muss ich mich krummlegen. Nein, ich habe 65-jährige Autoren aus der DDR-Zeit kennengelernt, die mit erstaunlicher Würde den Umstand tragen, dass das nicht so ist und dass sie sozusagen wieder auf den Markt müssen und sich wieder anbieten müssen jetzt, damit sie leben. Hieß es dann, ergäbe sich einem Selbstbetrug hin, denn nicht uns, sondern anderen käme unsere Arbeit zugute. So richtete er sich auf, wandte dem Sprecher zunächst sein breites Gesicht stumm zu und antwortete dann mit seiner verhaltenen Überzeugungskraft, dass sich ihm ringsum nichts anderes zeigte, als dass wir uns vorbereiteten auf die Übernahme der Macht. So. Das ist groß, das ist weit weg, das sieht nicht danach aus. Aber es ist im Gegensatz zu der Behauptung,
es sei alles in Ordnung, ein Programm. Und auf ein Programm kann man gar nicht antworten mit, das ist richtig oder das ist falsch. Port sagt die Unwahrheit, wenn er sagt, das Programm ist falsch. Was er meint ist, ich gebe auf und andere sollten es auch tun. Wir wollen anders und besser leben, ist nicht richtig oder falsch, das ist zu machen oder nicht zu machen. Und da spielt Theorie, Analyse und so weiter eine gewisse Rolle, aber eben nicht die, die Port den beiden zuschreibt, um alles miteinander, die Theorie und die Praxis zu entsorgen, zu beseitigen und sich hinzulegen und zu sagen, es war alles umsonst. Danke.